wird. Ja, genau. Ja gut, im Let's Play musst du die frustrierenden Dinge entweder rausschneiden oder du lässt es drin, ne? Also da hast du ja auch keine Wahl. Doch. Wie ich doch? Das. Er ich hat das ganze allein. So, versammeln wir uns dann mal wieder. Ich bin schon da. Ja, ich bin noch auf dem Rückweg. Immer ist er nicht da. Selbst ich bin schon fast wieder da. Alle zum nicht fertigen Wohnhaus. Yay, ich hab noch zum nicht fertigen Wohnhaus. Ich hab noch 500 Blöcke zu laufen, ich bin gleich da. Gut. Dauert nicht lange, ich bin ja schon am Rennen. Oh, Stolle, hast du gut gemacht. Oh, ein Hyperball. Ja, der ist noch nicht ganz fertig. Ja, aber bis jetzt hast du es gut gemacht. Okay, die Treppe ist sehr sporadisch. Da. Was? Spartanische Bauweise? Ich hab, ich spartanisch. Ja, aber der Love-Ball, der sieht echt aus wie ein Meisterball mit dem Herzchen da drauf, auf dem Icon. Lass ihn ein bisschen rumlaufen, vielleicht merkt das der Mautung von mal. Komakuro. Hm? Mein Carpador ist traurig. Hey, ein Enton! Hey, die haben so das Modell vom Enton verbessert. Echt? Ja. Sieht aus wie ein Enton, nicht wie eine komische Klötze. Die Klötz. Hab ich noch nicht gesehen. Ist cool. Enteron nice. Auch, oder? Das war's. Immer noch Licht haben? Muss Enteron haben, aber ich fang's mir selbst. Aber danke. Okay. Mein Zorua ist ziemlich witzig. Ist mir gerade so aufgefallen. Ja, nicht alles kann groß sein. Eine Party hier. Und nächste Woche wollte dann das Turnier anfangen. Ja. Ja. Okay. Torchman wird sich aufregen, aber er ist selber schuld. Ich bin jetzt auch fast zu Hause. An Ort und Stelle. Einfach mal alle Pokémon spawnen. Oh, hier ist ein Pokémon Center. Aber es ist nicht das Pokémon Center, das du suchst. Ja, das stimmt. Oh, viele Pokémon. Ich fange alle Pokémon und strecke sie dann wieder. Ich habe eine Kanimani ist schon groß, du. Ja, ein bisschen. Genauso groß wie du. Muss man meine Pokémon heilen. Amur, hol all deine Pokémon raus. Die du dabei hast. Teil sie mal dann Party oder was? Pokémon Gangbang. Bang Bang. Ist das die Weiterentwicklung bang, von. Bang Bang, you shot me down. Von Silent Bang. Ist Zero Mark die Weiterentwicklung von Zorua? Oder was? Ja. Okay. Da, da, da. Dieser Werwolf mit dem Song Werwolf. Gohan. Ja, genau. Cool. So. Hab ich irgendwo gefangen. Da, da, da. Und so Ruhe habe ich auch. Aber nicht dabei. Nicht dabei? Ja, nicht dabei. Mein Mikro steht hier. Wird von deinem rumgeschubst. Direkt neben dir. Rumgeschubst. Angepaukt, ne? Ja, Pokémon. Pogen für Profis. Pokémon. Ne? Ich muss aufpassen, dass ich kein Pokémon treffe. Pokémon. Was? Das ist halt der Vorteil, wenn's einmal, wenn sie draußen sind, ne? Da können sie umherbumpen, wie sie wollen. Umherbumpen, wie sie wollen. So. Wie viele? Ich mach die Dame aus, sonst sehe ich da gar nichts mehr. Hat Monty ein Disco oder hat sie sich so schon verabschiedet? Ja, ich glaub, hier ist Disco. Sie hat ein Disco, ja. Disco. Sie hat eine Disco-Kugel. Pogo. Disco, Pogo, Ringe-Dingeling. Alle ja, Atze singen. Das ist Pixelmann. Faszinierend. Plus Welcome to the world of Pixelmann. Selbst mein Magikarp findet den Weg hier hoch. Faszinierend. Ach, was. Wie es überhaupt da hochkommen kann. Kapador, wie wichtig das? Doch, was soll ich? Fehlt wirklich halt noch die Animation, weil er das immer wieder so einen Platscher macht oder sowas. So ähnlich sah es wirklich aus. Da, ach, was. Growlithe ist schon wieder auf dem Weg. Ui. Da, Magikarp. Seht hin, seht hin. Wie macht es das nur? Es liebt dich einfach, es liebt dich! Dich entwickle ich nicht weiter, keine Angst! Du bist 100! Dich entwickle ich nicht weiter! Oh Mann! Carpador Level 100!
Und plopp, das ist mir runtergefallen. Ist das er? Teile eines Garados. Ja, das ist mein Garados, glaube ich. Oder halt das von Amstrad. Ich glaube, wickel dir was draus. Mein Garados ist hier hinten im Haus. Das passt aber zur Hälfte. Wir folgen die Pokémon okay. zu mir rauf. Hinten. Ja. Was hängt? Das ist ein Evoli! Das ist Mia. Meine das. Mein Evoli. Ja. Meine finden alle hier. Taubos. Ein Raichu. Mein Raichu. Da hat sie einfach einen Taubos und kann schon damit fliegen. Vielleicht sollte ich meinen Taubsi auch mal weiterentwickeln. Ja. Ja. Dinge, das wäre eventuell eine Idee. Level 38 oder so, es entwickelt sich zu Taubos, ne? 6. Ja, 36 meine ich, oder? Entweder war es 26 zu Taubos oder 36 zu Taubos. Monty, wie hast du es übrigens so schnell zu Taubos entwickelt? Ihr Bruder. Nein, aber es war doch vorhin noch ein Tauboga. Mystery. Alle Pokémon. Okay. Das macht Sinn. Da schubst sich dann dieser Samen jetzt auch runter. Nein. Aber scheiße, guck mal, mein Magikarp. Ich will schön, dass wir so drüber sind mit der Folge. Ja, wir haben heute mal ein bisschen Überlänge. Weil wir alle auf Palutzer warten müssen. Tja, so ist das nun mal. Manchmal im Leben. Nein, so bist nur du. Ich bin ja gleich da. Ein Evoli folgt mir. Ich hätte nicht 2000 Blöcke weglaufen sollen. Ja, hättest du. Ja, selber schuld. Aber ich bin jetzt fast da, ehrlich. Wie weit bist du denn? Ich bin jetzt bei 1000 und bei 700. Ach, bist ja fast da. Warum liest du aus deinem Buch vor? Nein, ich lese nicht aus deinem Buch vor. So weit kommt's noch. Lass mal also mitlesen. Nein, das ist ein Pokédex, kein Buch. Pixel. Pixel. Dann das Buch. Ja. Das beste Buch aller Zeiten. Ja. Oh, was? Ein bisschen schlechte Grafik hier. Hä? Wo bin ich? Ach so. Du bist in der Hölle angekommen. Oh, ich kann meine Pokémon nicht rausrufen. Dann musst du sie heilen. So, dann können wir jetzt endlich die Folge beenden. Nein! Nicht wichtig. Ne? Alter, was ist das denn hier für eine Gangbang-Party? Nee, ist halt mega Gangbang-Party. Das Hentai, Alter. Ja. Jetzt sagt man nochmal. Nein, einer, wir haben hier keine Tentakel. Ja, also wirklich. Ui. Fehlt nur noch riesen Tanzfläche. Fürs Carpador. Die hat die Macht. Aber Hauptsache, das Garados. Monty muss natürlich mit ihrer Evoli-Armee übertreiben, ne? Ja, aber auch Bruder übrigens gefangen hat, nicht sie. Das ach heißt, was? Diese Evolis müssen freigelassen gelöst. Werden. Gelöst. Ja, absolut. Wirklich. Ja. Jedes einzelne muss gelöst oder gib's werden. Mir, das geht auch, das lasse ich gerade so noch gelten. Nein. Alle Evolis hier rumlaufen, von mir aus, aber nicht eins. Eins nicht, das gehört nicht. Was ist da mit dem Pipi verkehrt? Das ist bei mir teilweise grün. Tja, dem ist schon speiübel. Ja, bei Mammuts Anblick ist auch kein Wunder. Da fehlen anscheinend so temporär die Texturen. Draußen. So. Können wir jetzt auch mal Pause machen, kommt ja? Kommt drauf, Pokémon. Ja. Gut. Wir fangen alle Pokémon. Und noch also mehr. Jetzt sag echt noch einer, wir machen nichts mehr mit Pokémon. Wir machen nichts mehr mit Pokémon. Ja. Einmal rausholen, ist nichts mehr mit Pokémon machen. Wir fangen die jetzt nicht mit Pokémon. Gut. Also dann können wir uns ja dann in der nächsten Woche zu einem kleinen Möchtegern-Turnier versammeln. Ja. Genau. Ja, zum Wannabe-Turnier. Was ist überhaupt der Preis? Der erste Ort. Der erste Ort. Ja. Genau, der erste Ort. Ich hab einen Fisch. Mhm, der erste Ort. Mammut, passt auf, wir machen das so, Mammut. Wir machen eine Kiste. Ja. In der du aus dem Game-Mode dann offscreen die Badges rausholst, also die Orden rausholst. Ja. Und jedes Mal, wenn einer gewinnt, kriegt einer den ersten Orden. Und dann geht das halt immer so weiter, bis einer zum Beispiel erst, bis einer alle hat halt, ne? Jeder Kampf, den er gewinnt, kriegt er einen Orden. Ja, aber das Problem ist dabei, theoretisch dürften die Verlierer dann keine weiteren Pokémon mehr einsetzen, die über Level 10 sind, weil sie haben den Orden ja nicht. Und so, damit theoretisch würden sie nicht auf dich gehorchen. Ja, man kann auch Korinthen und Kuflan rausdrücken. Ja, shit happens.
Das wäre sind, halt jetzt so ja, also jetzt die Fiktion auf die Realität zu projizieren, das ist, ne? Viel zu viel. So wie wir es damals gemacht haben mit dem Riesen. Oder die zwei Teilnehmer, die legen jeweils Zeug in eine Kiste rein und der Gewinner, der bekommt dann alles. Also man legt dann da Pokébälle rein und der Gewinner bekommt dann drei Pokébälle. Ja, dann leg ich einen Samen rein, du legst ein Stück Holz rein und so weiter. Ja, das kann man ja abmachen und so. Ah, okay. Oder ich lege jetzt ein paar Pokébälle rein, du legst ein paar Pokébälle rein und der Gewinner bekommt dann alle Pokébälle. Aber Jungs und Mädels, ich würde sagen, wir machen noch 5 Minütchen, dann haben wir nämlich noch eine Folge fertig. Und was machen wir dann in dieser Folge? Bitte? Was machen wir dann in den 5 Minuten? Bullshit. Oh, Bullshit, yes, mehr Bullshit. Nee, dann haben wir die Folge wenigstens voll, dann brauchen wir das nicht so gekrüsselt kappen, weißt du? Bullshit. Aha. Bullshit. Bullshit. Wie sehe ich eigentlich das Level? Einfach Bullshit. Ah. Yeah, Magikarp. Kleinstein, go! Kleinstein, das hast du gut gemacht. Mach es nochmal. Er kann nur Platscher. So, klappt. Du wirst es schaffen, Magikarp. Hey. Magikarp hat keine Chance gegen dich. Ihr seid bekloppt. Zubat. Bekloppt. Ja. Zubat, go! Oh nein, Kleinstein ist doomed. Steinwurf! Superschall! Steinwurf! Und das hat verfehlt! Na klar! Wie war das vorhin mit Zubat trifft jedes Mal? Ja, ist nicht, ne? Jetzt verfehlt's. Bam! Zubat ist down! Bam! Kleinstein hat Level up! Und jetzt hat er zu Ruhe. Na super. Da geht er hoch, da geht er down. Schöner kann das gar nicht. Mach ihm mal Pokébälle, weil. Ah je. Oh, 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 oh. Ogo, ogo, los, 4 Minuten müssen wir noch irgendwie überbrücken, dann Ui. Haben wir eine Folge. Yeah. Oh Mann, dann brauchen wir das noch so gekattet. Yeah. Yeah. Dann trainiere ich wenigstens meine Pokémon hier ein bisschen. Schicker Banana, ach ja, stimmt, da war was. Na, guck mal hier. Intensität, erlerne ich gerne. Intensität. Was war ein Schicker Banana für ein Pokémon? Ich mache schon mal mein Team für nächste Woche fertig. Ach, Pflanze. Dein Endivir, da, richtig. Die Weiterentwicklung. Schicker Reader. Mmh. Ist das Gift-Pokémon? Pflanze. Auch Gift? Nee, ich glaube, das zählt direkt nur Pflanzen. Probieren wir es aus. Ja, die waren nur Pflanzen, die zweite Generation. Okay. Die mit der Wasser und so. Und Feuer. Dann Drapion, go! Drapion into battle, Drapion. Go! Drapion. Level 49. Alter, das gibt's doch nicht. Monty das krieg ich auch down. Metronom! Monty am Spawn, Monty am Spawn. Irgendwie bist du scheiße mit dem. schön. Oh je. Nutze Metronom! Ach, doch nicht. Nee. Es hat mir ein HP jetzt abgezogen. Aber es hat was abgezogen. Oh je. Yeah. Jetzt hast du da die Weiterentwicklung von dieser Laterne da. Ja, ja. Die Laterne? Ist auch weg. Die Laterne ist scheiße. Die Laterne ist scheiße. Aber es merkt ist Feuer-Pokémon. Es hat Ember. Wir sollten übrigens irgendwas gegen diese Megabäume hier tun. Ja, warte. Nächste Woche abreißen. Warte mal. Oh, das okay, reiß ich nächste Woche ab. Hab ich keine Probleme mit. Ja, cool. Sicher? Hat er jetzt alles ab, oder? Ja, das reiß ich auch nichts mehr. Solange wir sie nicht brennen, während ich da draufstehe, ist das alles kein Problem. Mammut, du weißt, was du zu tun. Was? Wo ist ein Feuerstein? Oh, nee, Feuer. Bitte nicht. Ich hab einen Flint, wo ist ein Flint? Aber nein, wir machen kein Feuer. Komm, wo ist ein Flint? Gib mir den Flint, gib mir den Flint. Nein. Warte, ich glaube, ich hab einen in meiner Truhe. Give it to me. In meiner Truhe. Give it. Hallo? Ja, komm mit. Nein. Das war in meiner Truhe. Das ist da hinten in deinem mächtigen Haus, ne? Ich verstehe dich nicht, wenn alle durcheinander quatschen. Tut mir leid, was hast du? Das Geschenk von der ersten oder zweiten Folge? Ja, ja. Ja, was ist damit? Danke. Nein! Oh. Oh, bitte nicht die Bäume abbrüllen! Ist ja nicht mein Problem. Nein, würde ich niemals tun. Das war ein Geschenk. Hier kannst du haben. Es gingen sogar 2 Eisen noch drauf. Was hast du denn da unten gemacht? Das weiß ich jedes Mal machen. Die Weltherrschaft an dich reißt. Irgendwie ist dein Zoroark Hulk hinter mir her, Mammut. Ich weiß nicht warum. Tja, also ich mag es. Es steht halt auf sowas, weißt du?
Ich habe mir mein Team für nächste Woche schon zusammengestellt. Ja, ich auch. Mein Team ist auch fertig. Okay. Ja. Schade, dass ihr es nicht sehen könnt vorher. Passiert! Da brennt was. Warum denn das? Ich weiß auch nicht. Ja, dein Pokémon brennt jetzt übrigens auch. Ja, das ist okay, damit komme ich klar. So, Feuerzeug ist kaputt. Alter, was? Mein Gott! Mach ich den Goldstein? Ah, es brennt so schön. Ja, Leute, jetzt können wir aber Schluss machen, ne? Nein, Zero brennt noch so schön. Wir müssen doch sehen, wie Zero getötet. Er ist ins Wasser gesprungen. Jedenfalls, die Megabäume sind weg und mein Pokémon brennt auch, aber das ist nicht schlimm. Mein Gott, das Pokémon kannst du ja. Das Pokémon kannst du ja schnell wieder heilen gehen. Wir vergessen Pokémon Center. Where's the fucking problem, also, Ja, ja. Bitch, please, who cares? Ui. Also wirklich. Da brennt auf, das ist so schön. Das ist so schön. Ja, diese schönen Flammen. Ja. Aha, wo ist das TNT? Ich baue noch was ab. Zum Glück habe ich ja noch ein bisschen Schwarzpulver. Für ein Motherfucker. Ja? Nach dem Turnier müssen wir unbedingt ein Dings finden. Planes Biome. Müssen wir. Planes Biome. Gehen wir dann auf Tour. Zero und Mammut auf Tour. Nein, Zero und Mammut. Heißt nicht Zero, Mammut und Palo. Doch. Nein. Zero und Mammut. Zero und Mammut. Dann läuft da halt aus Versehen meine Axt. Passiert. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Dann wäre das geklärt. Ja. Dann können wir jetzt die Aufnahme beenden. Ne? Und wir gehen in eine unglaubliche Aufnahmepause und hoffen, dass wir dann nächste Woche einigermaßen das Turnier auf die Reihe kriegen. Genau, wir fangen dann aber direkt an, ne, mit dem Turnier. Genau. Genau. Nächste Folge ist dann das Turnier. Wir sehen uns. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, ihr Penner.